So, ich war beim Aldi samstags mal. Ich war letzten Samstag da. Da gab es eigentlich nahezu keine Ausbeute. Die setzen samstags immer Preise runter. Letzten Samstag gab es keine Wassermelonen und keine Zuckermelonen, die ich jetzt aber bekommen habe, wie ihr sehen könnt. Und der ganze Einkauf könnt ihr mal kurz für euch selber raten, wie viel er gekostet hat. Ja, ungefähr 20 Euro. Also ziemlich genial. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da mal gucken zu gehen, um ein bisschen saftige Früchte aufzustocken. Erkläre ich mal ein bisschen. Also die Wassermelonen, die sehen ganz gut aus. Die haben ja auch so immer relativ gut geschmeckt vom Aldi. Die sind nicht ganz kernlos, aber kernarm. Und die waren mir immer so ein Ticken zu süß, aber es ist besser als nichts. Und ja, ich bin jetzt nicht mehr so anspruchsvoll, weil besser als nichts halt. Kann aber sein, dass ich in irgendeinem an irgendeinem Zeitpunkt dann wieder anspruchsvoller werde. Die haben jetzt 3 Euro pro Stück gekostet, wiegen circa 3,5 bis 4 Kilo, also ungefähr 80 Cent pro Kilo der Preis. Waren jetzt noch nicht mal runtergesetzt, sind jetzt also regulär so günstig. Und die haben dann noch 20 bis 30 Wassermelonen. Also wenn die jetzt wirklich gut sind in diesem Jahr, ich habe die letztes Jahr gehabt, dann kann ich da immer ganz gut aufstocken. Das ist dann Staple Food, die Zuckermelonen. Da sieht man auch bei einigen jetzt, dass sie gelbe Stellen haben. Die bei den anderen sind auch gelbe Stellen. Jetzt an der anderen Seite, wo man es nicht sehen kann, habe ich mir die halt rausgesucht, die ganz, also relativ viel gelb haben. Und ich drücke die auch immer so ein bisschen, ob die nicht zu weich sind, zu überreif sind, also schon schlecht sind. Und die haben jetzt gekostet pro Stück 1,20 Euro. Und die wiegen 1,5 Kilo pro Stück, also auch unter 1 Euro pro Kilo Preis. Die Wassermelonen, die sind vom Schadstoffgehalt, sag ich mal, besser, aber die Zuckermelonen, die gehen noch, die verursachen bei mir so ein leichtes Kratzen im Hals, aber das nehme ich momentan auch in Kauf. Die Ananas habe ich nur mal so mitgenommen, weil ich noch mal ausprobieren wollte, wie die so nachreift. Also ich habe nicht wirklich vor, die zu essen. Wenn dann in so einem, wenn die halt wirklich gut ist, wenn die reif ist, dann zumindest weitgehend um die Schale herum, also großzügig abschneiden, weil da die meisten Pestizide dann drin sein werden. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn in dem Rezept oder so, verwenden, jetzt nicht so als Monomehl oder sowas. Aber fand ich nochmal spannend, das nochmal zu gucken, jetzt ob die halt wirklich nur braun und verschimmeln oder die ein bisschen gelblich reifen sogar. Eine Mango, die von all diesen eigentlich nicht so die besten, obwohl die optisch jetzt ganz gut aussieht und ich will nicht zu sehr rumwackeln. Steht reif und lecker, ist aber überhaupt nicht reif, ist total hart und ist auch total grün, wie man sieht. Mal gucken, wie die so nachreift und ist jetzt auch nur für ein Rezept gedacht, für so ein Mango-Curry oder halt Ananas-Curry. Habe ich mir die mal mitgenommen, obwohl die wahrscheinlich alle in einem Wasserbad erhitzt wurden. Also wenn die in Deutschland ankommen, habe ich zumindest öfters gelesen. Ja, dann viermal Tomaten, 2 Kilo, in Plastik verpackt. Die waren jetzt 2 Euro das Kilo. Normalerweise kosten, wenn ich Tomaten jetzt im Biomarkt hole, dann kosten die ja 6 Euro pro Kilo. Und im Netto kosten die sogar auch 5 Euro pro Kilo. Im Edeka kosten die 5 Euro pro Kilo. Und jetzt habe ich die halt für 2 Euro das Kilo bekommen im Angebot halt samstags. Und Tomaten verzehre ich sehr viel, sehr gerne in vielen Rezepten, zu Salaten, auch mal einen reinen Tomatensalat. Fand ich sehr genial, hatte ich auch vor einzukaufen, diese Sache. Dann habe ich noch zweimal Kiwis, die sind jetzt nicht bio, aber bei Kiwis ist es eigentlich relativ egal, ob die bio sind, nur die meisten sind mir einfach so süß, dass sie nur noch Bonbon Zucker schmecken. Bei den Wassermelone und Zuckermelone ist es halt wie gesagt auch nicht so schlimm, die nicht bio zu holen. Mango schmeckt allgemein nicht und reift nicht richtig nach und bei der Ananas auch. Das ist egal, ob Bio oder nicht Bio eigentlich, obwohl die Ananas in nicht Bio, wenn man sie doch mal konsumieren wollte, meiner Wissenslage nach ziemlich belastet ist. Aber die Kiwis, die haben jetzt gekostet, Moment, also da waren zwei verschiedene. Da muss ich mal kurz gucken, was die jetzt abgerechnet hat. Habe ich den Zettel überhaupt? Ansonsten muss ich mal kurz schneiden. Also ich meine, es wären 80 Cent gewesen für 6 Kiwis, aber da gab es auch halt Kiwis, die da wo nur 3 Kiwis drin waren im gleichen Behältnis. Und da stand halt nur ein Preis jetzt dran. Ich weiß gar nicht, wo ich den Zettel jetzt habe.
hier. Ja, das könnte richtig sein. Und darunter haben wir Heidelbeeren. Ich gucke jetzt erstmal die Kiwis nach. Ja, 70 Cent. Saugeil. Steht auch Kiwi grün, Schrägstrich Gold. Ah, 6 Stück, Schrägstrich 3 Stück. Also waren die Dreier-Kiwis dann Kiwi Gold. Also diese angeblich halt besser schmeckenden Kiwis. Hätte ich mir auch mal mitnehmen können. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber finde ich genial. 6 Kiwis für 70 Cent. Normalerweise zahlt man dafür 2 Euro. Also auch ungefähr nur ein Drittel. 15 Kiwis sind circa 1 Kilo. Das heißt, wir haben jetzt circa 400 Gramm für 70 Cent. Das heißt, ein Kilopreis von 1,80 Euro oder sowas. Das ist halt so wie Bananen eigentlich. Das ist ein ziemlich guter Preis. Für die Melonen halt auch, für die Tomaten. Die Heidelbeeren, die kosten normalerweise zwischen 9 und 12 Euro das Kilo, haben jetzt 5 Euro das Kilo gekostet, sind 200 Gramm. Und die von Edeka, die ich bisher hatte, und Rewe, die haben bisher nie geschmeckt, aber die hier schmecken wirklich gut. Aber hat mich wirklich überrascht, und Heidelbeeren sind generell auch nahezu nicht belastet, also nicht pestizidbelastet. Finde ich richtig genial, hatten aber nur noch zwei. Also ich werde jetzt samstags immer in den Aldi Süd gehen. Das war jetzt, hat jetzt 22 Euro gekostet für den ganzen Stoff. Ja, finde ich richtig genial. Keine Ahnung, wie lange ich damit rumkomme. Also eine Mahlzeit ist momentan zwei von diesen kleinen Melonen oder so eine halbe dicke. Oder vielleicht auch eine ganze ab und zu oder sowas. Und als zweite Mahlzeit irgendwie so drei Tomaten, bisschen Salat und eine halbe Avocado oder sowas. Ist das so momentan? Komme ich gut mit klar. Also ich bin jetzt, ich hatte das alles auf dem Fahrrad, also ich habe das alles in einem normalen Rucksack drin gehabt, außer die kleinen Melonen hatte ich alle vorne im Obstkorb. Aber sonst hatte ich alles im normalen Rucksack. Vorne den Obstkorb voll mit dann 40 Minuten lang hier rumgetuckert, weil ich auch nicht durch die Stadt konnte. Viel zu viele Huggel, da werden die Melonen rausgefallen, musste ich einen Umweg machen, weil ich aber nicht darauf vorbereitet war und ich mich halt hier noch nicht so gut auskenne. Mich hat erstmal einen größeren Umweg noch gefallen, also ich hätte müssen. Dann total Gegenwind, das ganze Gewicht und so, wie ich erstmal 40 Minuten rumgetuckert damit. Ja. Wollte ich noch was sagen? Ich glaube nicht. Ja, ansonsten, momentan, ich hatte noch Äpfel gesucht. Bio-Äpfel hatten die aber nicht da im Aldi. Und Bananen waren jetzt dann nicht runtergesetzt. Also sonst esse ich halt noch Äpfel, Bananen und anderes Fruchtgemüse. Bio-Paprika hatten die jetzt auch nicht. Haben die sonst auch öfters ziemlich günstig. Dafür 2 Euro das Kilo. Was regulär so 6 Euro kostet. Ja. Und das ist momentan halt wieder so meine Diät. Meine Ernährung, ein bisschen Brennnesseln manchmal. Getrocknete Feigen. Getrocknete Datteln bin ich jetzt schon wieder weg von. Solange ich halt diese saftigen Früchte habe, brauche ich das nicht, weil das halt nur ein Backup-Plan ist. Und als Backup-Plan finde ich aber trotzdem besser so Feigen oder Pflaumen. Obwohl die Trockenpflaumen, die sind nie Rohkostqualität, deswegen fallen die weg. Aber ich habe Rohkostrosinen gefunden. Und wenn die eingeweicht sind, schmecken die mir wirklich sehr, sehr gut. Zusammen mit Salat auch. Ja. Ich will auch nicht zu lange jetzt wieder labern. Ciao, finde ich aber ziemlich cool. Wird für ungefähr 20 Euro so viel. Ich weiß nicht, ich muss mal kurz ein Kilo ausrechnen. 3,5, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24. Ja, etwas unter 25 Kilo für etwas unter 25 Euro. Also für 1 Euro das Kilo an Früchten. Ist doch mal mega genial. Also, wenn ich noch Zeit gehabt hätte, also ich habe die Qualität ja noch nicht gecheckt, aber wenn ich die Qualität gekannt hätte und die ist gut, dann hätte ich mir noch mehr geholt. Hätte ich nochmal hin mit einem größeren Rucksack und hätte mir noch 9 Melonen geholt. Ja. Mehr, glaube ich, könnte ich nicht konsumieren, bevor es schlecht wird, aber das waren noch die letzten Biotomaten und die letzten 6er-Kiwis, Heidelbeeren, die letzten Zuckermelonen, aber ich hätte mir noch ein paar Wassermelonen geholt. So, dann war fast 10 Minuten. Ciao.